40 personas de Portugal trabajan normalmente en esta granja en Kertzers, a 20 kilómetros de Berna. La temporada laboral en los campos es de marzo a noviembre, así que los 4 meses de invierno los trabajadores vuelven con sus familias a Portugal. Gracias a un nuevo sistema en vigor desde hace 4 años, Suiza paga la renta del paro a estos empleados. En saison kommen die meisten von diesen Leuten ins Büro. Das heisst, es ist Ende November. Ich gebe uns ein Formular ab, das meine Frau ausfüllt, damit sie, wenn sie zurück sind in Portugal, dort das Formular auf die Gemeinde abgeben können, um Arbeitslosengelder zu bekommen. Pero el dinero no lo paga Portugal, sino Suiza. Los trabajadores portugueses se han beneficiado de una regulación relativa a la libre circulación de personas con Bruselas, que obliga a Berna a contribuir con dinero para el paro en la Unión Europea. Das ist dort so, dass ein Portugies, wo in der Schweiz arbeitet, eine beitragspflichtige Arbeit hat und dann zurückgeht auf Portugal, dort arbeitslos sich anmeldet und berechtigt ist, Arbeitslosengeld überkommt von der portugiesischen Arbeitslosenversicherung. Dann tut die portugiesische Arbeitslosenversicherung der Schweiz eine Rechnung stellen für die ersten 3 Monate oder für die ersten 5 Monate. Und wie viel ist das so im Schnitt? Das ist jetzt auf Portugal ausgerechnet, sind das im Jahr ca. 4,5 Millionen Schweizer Franken umgerechnet. Unos 1.700 trabajadores portugueses viven en invierno con el dinero del paro de Suiza. Sim, sim. Enquanto não quero outro. Pronto, quero sempre assim porque quero estar em Portugal com a família. El año pasado, Suiza cubrió el costo del paro de 27.000 personas que viven fuera de sus fronteras, casi 200 millones de francos. La mayoría del dinero se dirige a gente que vive en las zonas fronterizas con Francia, Italia y Alemania y que perdió su empleo en Suiza. La Secretaría de Estado de Economía había subestimado estos costos. Es ist tatsächlich so, das ist eine komplette Fehleinschätzung gewesen. Es hat 2 Gründe. Zum einen haben wir dort noch keine Erfahrung gehabt, das System ist noch ganz neu gewesen. Zum zweiten hat sich natürlich die wirtschaftliche Situation weiter verschärft in dieser Problematik. Zum einen haben wir den Schweizer Arbeitsmarkt, der nach wie vor doch im Vergleich sehr gut läuft. Andererseits die Krise, gerade in den südlichen europäischen Ländern, nach wie vor sehr eklatant. No solo el empleador tiene beneficios por este derecho. Ich bin froh, dass es solche Leute gibt, die hier in der Schweiz arbeiten können, die nach wie vor bereit sind zu sagen, nein, wir gehen lieber über die Wintermonate heim zu Frau und Kind, weil wir hätten nicht genug Arbeit für alle Leute, die wir in der Hochsaison angestellt haben, durch den Winter auch noch Arbeit zu geben.